So, jetzt glaube ich, habe ich eine ziemlich ausgewogene Gruppe. Also zwei Nahkämpfer, zwei Fernkämpfer. Ist doch ganz okay. Wow, springt er mir einfach mal hier hoch. Kein Problem. Ey, hey! Kugel! Das war jetzt voll unnötig, aber... So, dann latschen wir mal ein bisschen hier durchs Wasser. Wir sind ja eh Gott und können, beziehungsweise Jesus, und können über das Wasser sogar schweben. Nein! Ich bin nass bis auf die Knochen. Heul nicht rum, sei ein Mann, auch wenn du eine Frau bist. Aber ich glaube, nur Frauen im Team, kann das sein? Oder ist Larin ein die oder ein der? Ah nee, das ist ein... auch eine die. Ja, ich habe nur... ist der Typ nur die? Ja, der Typ ist ein der, glaube ich. Obwohl der aussieht wie Vicky. Mit seiner Haarfarbe. Obwohl, ja gut, bei Vicky war man sich ja auch nicht sicher. Junge, Mädchen. Könnte beides sein. Sehe ich das hier schon? Den Turm? Scheint mir so. Da vorne sehe ich wieder blöde fucking Echsenviecher. Da vorne sehe ich ein monstermäßiges. Ist das ein Banditenlager oder ist das ein normales? Also das ist ja wohl kein normales Lager mit dem Käfig, oder? Die alte Garnison. Okay, das ist einfach nur komplett leer hier. Gibt's ein bisschen was. An Kisten. Okay, ein bisschen Geld. Naja, gut. Naja, gut. So viel hat es jetzt nicht gebracht. Ich hoffe, ich bin richtig. Wartet mal. Ja. Ich habe gerade kurzzeitig gedacht, ich müsste vielleicht auf den Turm da vorne. Aber nee, dem war auf jeden Fall nicht so. Ja, kein Problem. Das wäre sogar super. Würde ich mich sogar darüber freuen. Wir speichern mal. Geht wahrscheinlich jetzt nicht, ne? Doch, geht. Okay, ich will auf jeden Fall die Echsenviecher da vorne besiegen. Oder, das sind ja gar keine Echsen, das sind ja, weiß ich nicht, Goblins. Irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall. Komm nach vorne, greift mich an. Ich hoffe, die treffen auch jetzt irgendwo. Oi. Naja, ich bin sehr unglücklich darüber, dass die Attacke so extrem ungenau ist, aber dafür halt so mega lange dauert. Das ist halt so ein bisschen problematisch. Klar, das stand ja auch bei natürlich hier, von wegen ungenau und aber wo sie halt einschlägt, viel Schaden und so weiter, das ist mir schon bewusst, aber ist halt trotzdem blöd. Wow, das ist ja mal cool. Das prallt ab und haut beide in der Nähe um. Hey, nice. Extrem cool. Oh, die ist nicht böse. Die ist gut, glaube ich. It will take more than that. Erzklumpen, komm. Achso, oh. Ihr seid ja auch. Mann, ey. Ich verwechsel immer die Freunde mit den Feinden. Was ist da oben? Was ist da oben? Was ist da oben? Oh mein Gott. Eine Holzkiste. Oh Gott, das ist das Tollste, was ich jemals gesehen habe. Eine Schneeharp hier. Was zur Hölle? Ach so! Ach, locker, flockig. Die sind doch bestimmt voll empfindlich gegen Dings. Gegen Blitze oder sowas. Komm her. Oh, okay, gegen Blitze sind sie natürlich gar nicht empfindlich. Aber das geht schon. Ihr regelt das schon. Ja, ich glaube, ich werde jetzt immer einen Zweihandkrieger in meine Gruppe nehmen. Weil... bis jetzt werde ich echt wirklich wenig angegriffen, verhältnismäßig. Dadurch, dass er natürlich auch im Nahkampf tätig ist.
Dementsprechend auch einen zweiten im Nahkampf beschäftigt, ohne dass er dann auf mich zurennt. Das ist schon ganz cool. Das kann man nicht leugnen. Kamin des Grauens. Bam. Bam. Naja, gut, so geil ist das jetzt auch nicht. Machen wir mal Glosser Blitzlegen mal wieder. Guck mal, wie das von mir holt. Boah, ich glaube doch, die sind gegen Blitz empfindlich. Glaub schon, ja. Aber keine Ahnung, hier ist eh 90% der Viecher sind gegen Feuer allergisch. Und diese Flugviecher normalerweise auch. Oh, hier sieht's aber nicht so gut aus. Ich werde eure Wunden heilen, ja. Das ist mir durchaus bewusst. Deswegen habe ich dich ja dabei, mein Freund. Vorne ist eine Festung. Karte. Solange ich jetzt... ich muss jetzt nicht durch die Festung durch, oder? Weil das wäre jetzt extrem unfein. Wir rennen mal einfach nach rechts und schauen mal. Verdammt. Verdammt, ich muss das umrennen. Mich würde aber interessieren, was in diesem Schloss ist. Oder Burg vielmehr. Oder was auch immer. Ja, eine Burg auf jeden Fall, glaube ich, eher als ein Schloss. Mich würde es echt interessieren, aber ich will da jetzt nicht rein. Da sind bestimmt irgendwelche starken Viecher, die mich sofort töten. Außer die ist freundlich, das wäre natürlich extrem geil. Oh ja. Oh, wieder Framerate-Einbrüche, Alter. Der Sturmklippenturm. Ja, ja, ja. Geile Sache. Gibt's eine Quest? Welcome, Sir. How do you find playing the role of a ruler? I meant only the role. I may have once and then pray, given the whole thing. And sadly, no matter the number, we're to commence a new regimen of training. By now, we are a week's food and it would be a mercy if you, as a risen, and in so doing, Run, Sorin, you will find prey. Okay, okay. Ja, das ist sehr schön. Wurde das als... Ach, das wollte ich doch gar nicht. Wurde das als Punkt auf meiner Karte eingetragen? Ja, sehr schön. Ich renn mal kurz hier hoch, vielleicht kann man von hier aus ja was sehen. Gott, ist das weit weg. Oh mein Gott, ist das weit weg. Ach ja. Ein Kollege von mir hat mal geschrieben in seinem Test, wer ein Rollenspiel mit Ecken und Kanten sucht, ist bei dem Spiel genau richtig, wo japanische und westliche Traditionen sozusagen zusammenkommen. Und das stimmt, also das Spiel hat wirklich, das kann man nicht anders sagen, viele Ecken und Kanten. Ich kenne auch viele, die damit angefangen haben und es abgebrochen haben oder auch gar keine Lust hatten, das zu spielen. Was mich am meisten stört, ist halt die Tatsache, dass ich, da sind wir wahrscheinlich auch als westliche Rollenspieler ein bisschen verwöhnt. Das gibt es ja eigentlich in keinem japanischen Rollenspiel, weil auch nicht nötig, da es ja kaum so wirklich richtige Open-World-Aspekte gibt. Also jetzt, ich meine jetzt so richtig extreme, wie jetzt in einem westlichen Rollenspiel wie Skyrim oder so. Das findet ihr ja bei einem Final Fantasy nicht, zum Beispiel, als mal das bekannteste west-japanische Rollenspiel zu nehmen oder so. Oder nur sehr selten in japanischen Rollenspielen. Man merkt halt hier dem Spiel durchaus an, dass es halt ein japanisches Rollenspiel ist. Zwar ist so das Setting und so weiter natürlich sehr westlich, aber von den Features her und auch die Feinde her sind doch sehr japanisch, also halt riesengroß und vor allem, es gibt hier halt keine Pferde. Wir sind halt von The Elder Scrolls sehr verwöhnt, dass wir dadurch, dass die The Elder Scrolls Reihe immer sehr, sehr große Karten hat. Skyrim, ja, ist ja riesig.
Dass wir dadurch immer schön durch Reiten und Schnellreise und so weiter hin und her reisen können. Und hier gibt's halt einfach keine Komfortfunktion. Man muss halt überall hinrennen. Und das ist halt echt schon extrem. Also das stört mich halt so ein bisschen an dem Spiel. Natürlich technisch, auf der technischen Seite zu spielen, natürlich sehr schwach, aber darüber brauchen wir nicht mehr zu reden. Da habe ich ja schon öfters mich mal drüber ausgelassen. Ich bin darüber aufgeregt, die ganzen Framerate-Einbrüche und so weiter. Yay, Laufbahnrang verbessert. Okay. Dann halt mal. Ey, geil, die halten ja beide fest. Das ist ja witzig. Ja. Boah. Ganz schön windig hier. Ja, und daran, das merkt man halt auf jeden Fall, dass hier so zwei so Welten aufeinander prallen. Szenario westlich, Features und so weiter eher östlich. Aber wenn die so ein paar Sachen ausmerzen im nächsten Titel, oder wenn es eine Nachfolge von Dragon's Dogma geben sollte, und die wirklich so ein paar Fehler ausmerzen und ein paar mehr Komfortfunktionen einbauen, wie man sie als westlicher Rollenspieler halt kennt. In Open-World-Spielen, ich rede immer von Open-World-Spielen, ja. Ich liebe japanische Rollenspiele, nur da gibt es halt nicht so extrem, also sehr selten so extreme Open-World-Aspekte, weswegen man da sowas halt nicht vermisst. Aber ja, wenn die dann so die paar Sachen einführen, die halt die westliche Community halt vermisst, dann kann das durchaus richtig, richtiges Hitpotenzial haben, glaube ich. Wow. Heil mich mal, danke. Ah, meine Paraxia macht mittlerweile einen richtig, richtig, richtig guten Job. Zwar nicht immer, und ich reg mich trotzdem manchmal über die auf, aber größtenteils macht die echt einen ziemlich guten Job. Ich muss noch mal was trinken. So. Vigilant. Müssen wir nachher mal gucken. Kann ich nur eine Verzauberung auf mir haben? Nee, jetzt habe ich zwei. Okay, ich wollte mich gerade schon. Oh, ich liebe dieses Schild. Das ist halt voll geil. Was zur Hölle geht mit euch? Hey, das war ja sogar synchron, wie sie gefallen sind. Überall liegen Habseligkeiten. Echt? Wenn du das schon so sagst, dann schauen wir doch mal kurz. Wenn hier überall Habseligkeiten liegen. Ah! Ist aber eigentlich schon idyllisch, ne? Also so, wenn man... Naja gut, bis auf diese Berge da hinten im Hintergrund. Ist aber schon idyllisch, so mit dem Wald und so weiter. Auch wenn das aussieht, als hätte die jemand beim Zollstock abgemessen. Ah, sieht schon schön aus hier. Ne, da vorne ist erstmal nix. Gehen wir erstmal hier weiter. Ah, hier sind überall Käfige. Wow, da ist irgendwer jemand runtergesprungen. Ihr seid in sehr schwierigen, sind davon jedoch schwergewichtige Personen sind da doch. Was zur Hölle? Echt? Schwergewichtig im Sinne von viel an? Oder schwergewichtig im Sinne von Fett als Körperbau? Das würde mich jetzt sehr interessieren. Hütet euch vor dem Gesang der Harpien. Weißt du, wie gar nicht das ist? Nein, das wollte ich gar nicht. Naja, egal. Ja, Leute. Ich wollte eigentlich vorhin Trägheit casten. Okidok. Heil mal bitte meine Paraxia. Mein Freund und Kupferstecher. Wo rennst du jetzt da oben lang? Hey, hier ist ein Apfel. Aber den kann ich. Warum leuchtet der denn so krass? Ach, das ist kein Apfel. Das ist der Lampe von einem Weihnachtsbaum. So eine Kugel mit einer Lampe drin. Ach, das ist natürlich.